Steirisches Huhn, steirische Kräuter. Ich bin mir sicher, das Gemüse kommt auch aus der Steiermark. Ja. Auch der Herr Posch kommt aus der Steiermark. Heute zu Gast im Kochsalon Alexander Posch, unser amtierender Aufsteiger des Jahres. Letztes Jahr haben Sie uns sehr beeindruckt, muss ich sagen. Das freut mich, Test. Danke. Restaurant Essenz im Steinzerhof in Steinz. Und wir kochen heute ein Huhn mit, und das freut mich besonders, frischen Morcheln. Ich finde, es gibt ja eigentlich nichts Besseres als frische Morcheln. Man kriegt sie so selten. Das stimmt, ja. Das ist wirklich eine Riesenfreude für mich, dass wir Morcheln machen. Vor allem, die sind geputzt, das freut mich noch mehr, weil das muss normalerweise immer ich machen. Was kann ich machen? Was machen wir jetzt überhaupt? Erklären Sie mal. Sie zerlegen jetzt als erstes so zerlege ich einmal das Händel. Ja. Und mit den Karkassen, also mit den Knochen, setze ich einfach einmal einen Form. Ja. Damit wir mal eine Grundbasis haben für unseren... Haben wir mal Platz. Genau, und eine grob geschnittene Zwiebel. Ja. Gleich mit der Schale, damit wir ein bisschen Farbe reinkriegen. Sehr gut, ist herrlich schlampert. Hat eine schöne Farbe auch. So ist es, und da haben wir nicht immer nur auf schön schön machen. Und soll ich einen Wasserkocher machen? Gerne, ja. Ja. Gut, was ist da jetzt drin? Da haben wir jetzt eine selbst getrocknete Steinpilze. Ah, herrlich, das gibt ein bisschen Umami noch. Ja. Grundpower. Das sammelt immer Mut davon an der lieben Freundin von mir. Aber recht viele geben Sie daran. Ja. Das duftet schon herrlich. Keine Kräuter kommen rein? Die kommen jetzt ganz zum Schluss rein, damit das Aroma noch schön da ist. Das glaube ich jetzt nicht. Doch. Nein, das ist so gut. Ha! Das habe ich noch nie gesehen. 13 Punkte in deine Haube. Das war meine erste. Aber was machen Sie, wenn es weitergeht nach oben? Ich habe die 16 Haube. Punkte war nicht aufgetätowiert. Das war damals ein Wetter im ersten Lokal, wo ich Küchenchef war. Das ist ja unglaublich. Also Herr Posch, damit sind Sie absolut der Erste. Das habe ich noch nie gesehen. So, jetzt machen Sie die Beilage für unseren Eintopf, oder kommt das auch alles hinein? Das kommt alles einfach hinein. Als Beilage haben wir dann einfach einen Polenta. Ah ja. Soll man den schon irgendwie ansetzen, weil der braucht ja doch eine Zeit, oder soll man den Thermomix machen? Nein, den machen wir dann nebenbei. Gut. Ganz in Ruhe. Ja, die Ruhe weg. Das ist aber toll, eine Basiswürzsoße aus Süßlupinen. Darf ich aufmachen? Bitte. Süßlupinen. Also Lupinen kenne ich, das sind diese Blumen mit den langen Blütendolden. Genau, ja. Und die werden dann einfach in einen Stahltank, werden die einfach fermentiert. Ja. Das macht der Kollege aus dem Malerwinkel. Das ist halt unser Ersatz für Sojasauce, weil es doch ein heimisches. Unglaublich. Ja. Und das sind nur fermentierte Süßlupinen? Genau. Das schmeckt wirklich unglaublich. Ich zeige euch das mal. Basiswürzsoße aus dem Malerwinkel. Gerade ein bisschen warm, ich hoffe, du hast es schon. Die Polenta. Was ist das für eine Polenta? Ist ein bisschen eine grobere, habe ich gesehen. Genau, einfach eine grobe gelbe Polenta. Aus halt von einer Steinmühle oder ist die aus Österreich oder Italien? Die ist von Farina. Das Huhn wird jetzt angebraten. Einfach, machen wir es in einer Pfanne oder machen wir das gleich in den Topf? Das machen wir gleich in den Topf, weil dann können wir gleich alles nachher zusammen reinschmeißen. So. Wie erkennst du mit Eierfarbe? Polenta ein bisschen anrösten. Die machen wir mit Milch oder mit Butter? Genau, Butter und Milch. Butter und Milch. Kleines Stück Butter, das ist ja auch. Etwas Butter, ja. Ein Achtel Butter. Und das lassen Sie jetzt einfach so stehen, das tut sich das dann selber. Das lassen Sie jetzt einfach nebenbei ein bisschen köcheln. Soll ich den Fond abzahlen? Den Fond tun wir gleich da hineinzahlen, bitte. Ah, ich glaube, das ist. Jetzt kommt die Morte. Jetzt woher kommt kommen die?
Die kommen aus der Steiermark. Ah ja, auch heimische Marken. Heimische Marken, ja. Haben Sie aber nicht selber gefunden, oder? Nein, dafür gibt es nette Pensionistinnen, die das immer vorbeibringen. Herrlich. Die schenken Ihnen das? Leider schenken tun sie es nicht, also, aber... So nett sind sie dann auch wieder so nicht. So nett sind sie auch wieder nicht, ne? Wie lange haben die Marken-Saison? Die gehen eigentlich bis Anfang Juni. Also wenn man keine frischen Marken hat, kann man natürlich auch mit getrockneten Marken arbeiten. Natürlich, ja, dann einfach nur einweichen. Einweichen in Wasser und ganz genau, in Wasser, ein, zwei Stunden stehen lassen. Ach, so lang? Ja. Und dann muss man es aber durch ein Tuch abseihen, weil da oft Sand drin ist. Genau, dann tun wir das abseihen durch ein Tuch. Weil das ist eher unerfreulich, wenn man den Sand zwischen den Zähnen hat. Kommt da Parmesan oder irgendwas noch hinein in die Polenta? Den lassen wir eigentlich ganz klar, jetzt noch ein bisschen salzen. Ja, nicht zu wenig. Ja, juhu, ich kann umrühren. Das schaut herrlich aus. Wie würden Sie denn Ihre Küchenlinie beschreiben? Durchwachsen. Inwiefern? Wir haben eigentlich die klassischen Gerichte im Restaurant. Klassisch steirisch? Klassisch steirisch, klassisch österreichisch, französische und da jetzt durch unseren Battersee jetzt dann nordische Einflüsse. Mhm. Weil der gelernt hat in Skandinavien und dort. Genau, also gelernt hat er in Graz und dann ist er aufgegangen ins Studio. Mhm. Und jetzt war er dann beim Dachsacher 3 Jahre Battersee. Ah, und den jetzt haben ist er Sie. Zu uns gekommen, genau. Mhm. Das schaut schon sehr gut aus. Passt, jetzt tun wir ein paar Kräuter reinzupfen. Moi? Ja, bitte. Was kochen Sie für Ihre Frau? Oder kocht Ihre Frau zu Hause? Die Frau kocht meistens zu Hause. Weil Sie einfach dann immer wollen? Ja, weil sie besser kocht als ich. Ach so, warum ist dann nicht Ihre Frau jetzt bei mir, sondern Sie? Das können wir das nächste Mal ja umdrehen. Redet sie mehr als Sie? Ja, eindeutig. Irgendeiner muss mehr reden in der Beziehung. Wenn er glücklich ist, gibt es noch eine Garnitur. Der ist nur glücklich, wenn er was zum Essen kriegt. Achso, ja. Das ist ja wurscht. Sind wir fertig? Wir sind fertig. Schaut's aus, oder? Super, Herr Posch, danke sehr. Ich sag danke. Danke sehr. Es war sehr lustig, Sie haben gar nicht so wenig geredet. Machen wir Witze. Okay. Jetzt machen wir noch ein Foto. Auf Wiedersehen. Wie sagt man in der Steiermark? So, auf Wiedersehen. In Kärnten sagt man Pfirti. Bei uns eigentlich, ja. Na, Pfirti.